Ich begrüße euch recht herzlich zur Veranstaltung. Ich habe mir mal ein paar Themen rausgesucht, die haben wir hier auf dem Zettel. Das werde ich dann auch zum Download anbieten. Sie können sich das bei YouTube angucken und Sie können sich das dann runterladen und die Filme, die wir dann kurz einblenden, die können Sie sich dann auch angucken. Wir werden das also jetzt nicht auf DVD oder auf gedrucktes Handout bringen, sondern das können Sie sich dann im Anschluss alles online zu Hause runterladen. Worum geht mir das eigentlich? Ich bin Journalist und ich untersuche Konfrontation zwischen der BRD und den Bürgern. Also irgendjemand hat ein Gartengrundstück, kriegt jetzt eine Regensteuer rein, so einen Bescheid, fließt einen halben Geld und er versteht das nicht, warum und wieso. Oder irgendjemand hat es geparkt, wo er sagt, naja, hat ja kein Behindert und trotzdem ein Ticket. Bei Geschwindigkeitsüberhöhung muss man sagen, ist es gerechtfertigt. Ne? Also man kann immer nicht mit 80 km/h durch den Ort fahren. Aber es gibt viele grenzwertige Situationen, wie zum Beispiel, wenn jemand falsch gegen die Fahrtrichtung parkt, weil er dort was ausladen will und dort zur Kasse gebeten wird. Da kann man darüber diskutieren. Es gibt viele sinnvolle Dinge und es gibt viele Dinge, wo man einfach nur den Eindruck hat, also wenn auf einer Straße von 2 Kilometern 3 Blitzer stehen, da hat man nicht den Eindruck, dass es der Sicherheit dient, sondern dass man halt Punkte sammelt oder Ordnungsgeld. Und es hatte jemand in Chemnitz einen Aufkleber auf dem Auto, da stand drauf, ich fahre ordentlich, denn wenn jeder ordentlich fahren würde, würde das Geld in der Stadt nicht reichen. Also das heißt, die Stadt Chemnitz lebt von den Bußgeldern. Da fragt man sich, ist das so? Auf jeden Fall war es wohl so, dass er ein Bußgeld bezahlen musste, wenn man den Kleber nicht wieder runter macht. Da ist mal die Frage, muss man der Wahrheit ausweichen oder ist da irgendwas im Argen? Ihr habt ja den Zettel wieder bekommen. Das sind im Prinzip verschiedene Themen, die ich jetzt noch anreißen möchte. Wir werden das dann in einzelnen Vorträgen noch ein bisschen genauer beleuchten. Ich möchte einfach mal anfangen, ein paar Themen anzureißen. Und ich fange einfach mal von oben an. Dieses Insight, Hilfe ist kommen nur Männer. Ihr wisst ja, die Flüchtlingskrise ist ja ein Thema, was ungefähr 5 Minuten nachdem ihr in irgendwelche öffentlichen Verkehrsmittel eingestiegen seid, thematisiert wird. Also steigt ein Bus ein, es dauert keine 5 Minuten, dann geht es über diese brennenden Themen. Euro-Krise, Flüchtlingskrise, Frau Merkel und diverse Behördenschneidigkeiten. Das ist, was die Leute interessiert und die lesen im Internet. Da gibt es so verschiedene Foren, wo man sich dann informieren kann. Die Frage, ist das wirklich Information? Ist es Propaganda? Ist es Verschwörungstheorie? Was ist dran? Und das ist das, was ich untersuche und was ich versuche, den Leuten begreiflich zu machen. Was ist hier los? Was wird nach draußen kommuniziert? Und was haut nicht hin? Ihr wisst ja, wenn jemand im Bundesrepublik einen Presseausweis beantragt oder eine Akkreditierung beim Presseinstitut, da muss er zunächst erstmal ein paar Informationen bekommen. Also jeder neue Journalist kriegt so einen Stapel PDF-Dateien, sind aber kleine Bücher, also E-Books. Und dort wird eigentlich erklärt, was ja hinter den Kulissen der Bundesrepublik los ist. Und über das er reden darf und über das, was er nicht reden darf. Da fragt man sich, warum kann man denn das nicht veröffentlichen? Und warum können das die anderen Leute auch nicht wissen, was die Journalisten noch machen? Dann muss man sich halt überlegen, was da los ist in dem Land. Zum Beispiel gibt es den Hinweis, dass es gar keine offiziellen Presseausweise gibt. Und dass das der Presseausweis, der Bundespresseausweis, der vom Bundespresseamt ausgegeben wird, nur ein Muster ist, mit dem die alle draußen rumlaufen. Und der einzige Sinn und Zweck des Presseausweises ist zu erkennen, wer gehört zu einer Presseagentur und wer hat eine Einbindung in irgendeinen Verlag, dass man bestimmte Verlags Meinung bringen darf, also der Spiegel oder die Bild-Zeitung, da haben die Reporter und die hängen über die Akkreditierung da drin. Und das hat der Chefredakteur, was berichtet werden darf, was nicht berichtet werden darf. Und man muss sehr stark unterscheiden, was ist öffentliche Meinung und was ist Wahrheit. Und die Presse, die öffentliche Pressearbeit, die unterscheidet nicht zwischen Wahrheit und Lüge, sondern zwischen Wahrnehmung und Pressemeinung. Darüber wird sozusagen vermittelt. Also es wird keine Information gebracht, sondern es werden Nachrichten gebracht.
Es wird in der Wahrheit nachgerichtet. Ja? Also die Leute haben irgendwas wahrgenommen, da ist irgendwas faul, und dann kommt die Nachricht, die das sozusagen in eine bestimmte Richtung weiterschickt. Und in diese Geschichte passt auch die Sache mit ISIS. Da gibt es ja verschiedene Flüchtlingsbilder, selber im Fernsehen. Da kommen so eine große Menge junger Herren, sag ich mal, mit Smartphone, gut gekleidet. Und dann steht da drunter traumatisierte Flüchtlinge. Da fragt man sich, was ist hier los? Flüchtlinge gibt es ja hauptsächlich als Juden, wird uns vermittelt. Aber wenn man dann die Statistik anguckt, sind sie doch aus dem Kosovo, aus nordafrikanischen Ländern, wo es halt nicht so einen Lebensstandard gibt wie hier. Nur ganz wenige sind wirklich aus Syrien. Dann ist in den Medien erschienen, dass viele ihre Papiere vermischtet haben und haben sich sozusagen gefälschte Papiere besorgt und sind dann hier eingereist, weil es eben mit bestimmten Pässen, auch wenn sie gefälscht sind, halt einfacher ist, in das Asylverfahren zu kommen. Und jetzt ist die Frage, wer braucht denn wirklich Not und wer ist denn ihr Wirtschaftsflüchtling? Und da merken wir, dass von der öffentlichen Verwaltung da gar nicht unterschieden wird. Die Leute kommen hier rein, durchlaufen das Aufnahmeverfahren, kriegen einen dicken Hefter mit. Da steht alles drin, welche Stationen die abzulaufen haben. Und dann schlagen die in den Gemeinden auf. Da kriegt dann jede Gemeinde von seinem Kreisrat ein bestimmtes Kontingent, was sie unterbringen müssen. Und da wird nicht drüber diskutiert, ist das jetzt ein Wirtschaftsflüchtling oder ist das einer, der wirklich in Not geworden ist oder wegen seines Glaubens verfolgt worden ist. Ich denke schon, dass jemand, der Christ ist und aus einem islamischen Land fliehen müsste, weil er dort verfolgt wird, hier ein Recht hat, aufgenommen zu werden. Weil es ist sehr unwahrscheinlich, dass dieser Mensch einen Straftäter werden wird oder dass er zur öffentlichen Belastung wird. Sondern es sind Leute, die sehr dankbar sind, dass sie hier Ruhe haben und dass sie nicht verfolgt werden und dass ihre Familie hier leben kann und dies vielleicht auch ein Geschäft machen können. Und dafür gibt es ja Regularien. Dafür gibt es die Aufenthaltsgenehmigung und die Aufenthaltsgenehmigung, um Arbeit zu nehmen. Und niemand wird diesen Menschen irgendwas vorwerfen. Wir haben ja selber die Situation erlebt, dass wir nach dem Krieg Flüchtlinge haben, die aus den sogenannten Ostgebieten hier rein gekommen sind und ihre Wohnungen gebraucht haben und so weiter. Und die haben wir ja alle irgendwie untergekriegt. Das ist alles gut. Aber wir haben den Eindruck, dass hinter dieser ganzen Geschichte etwas steckt, wovon wir noch nicht richtig wissen, was da los ist. Zum Beispiel hat sich Obama bei den Russen beschwert, ihr dürft doch nicht die ISIS bombardieren. Da fragt man sich wie. Amerika hat in den Gebieten, wo die ISIS ist, mit Palettenwaffen abgeworfen. Da fragt man sich wieso. Ich denke, die haben gekämpft. Da fragt man sich, wie das zusammenpasst. Dann wird berichtet, dass die Russen in Syrien die Nachschubwege bombardiert haben, wo Öl, also dieses Kampfgebiet, in die Türkei gebracht wird, damit dort Waffen gekauft werden können. Wie passt das zusammen? Jetzt kommt Beschwerden, wir dürfen die nicht bombardieren. Also die sollen weiter Waffen liefern. Dadurch kommen natürlich immer mehr Flüchtlinge. Man hat den Eindruck, dass diese kriegerischen Auseinandersetzungen künstlich verlängert werden sollen. Beide Seiten dann mit Waffen beliefert, sodass die Zivilbevölkerung nicht zur Ruhe kommt. Wir haben die Erfahrung, dass die syrischen Frauen sagen, wir wollen unser Land verteidigen, wir verlassen das Land nicht und gehen mit Waffen gegen diese Banden vor. Und wir haben den Effekt, dass in vielen Ländern, zum Beispiel auch in Nigeria, auf einmal auch der ISIS ist und die dort Terrorakte verüben. Wir haben den Effekt in Ägypten, da fragt man sich, wie die dorthin gekommen sind. Sind die organisiert dorthin gebracht worden, um diese Aufstände zu machen? Wir wissen es nicht. Aber was wir wissen, es gibt einen Plan, diese Leute hier anzusiedeln. Und es gibt Erhebungen, die zwischen 15% und 25% Anteil an ehemaligen Kämpfern und Aktivisten unter diesen Flüchtlingen ist. Und das erklärt natürlich den hohen Anteil Männer, vor allen Dingen eben Leute, denen man ansieht, dass sie durchtrainiert sind, dass sie militärisch ausgebildet sind. Letzte Woche ist bekannt geworden, dass im Internet Videos aufgetaucht sind, die für diese Leute, die hier in das Land kommen, Überfälle zeigt, wie man ein Dorf einnimmt und ähnliche Dinge.
Und das ist schon sehr beunruhigend. Und wir müssen uns die Frage stellen, läuft hier hinter der offiziellen Darstellung noch eine andere? Wir können nur eins machen, wir können versuchen auszufinden, was ist die Wahrheit und was wird uns hier von den Medien aufgetischt. Es ist unsere Aufgabe nachzuprüfen, sind hier vielleicht ganz alte Pläne am Laufen, die einen Bevölkerungsaustausch vorbereiten. Plötzlich sollen die Kinder in den Schulen Islamunterricht bekommen und unsere Werte sollen nicht nachvermittelt werden. Die Kreuze wurden vor 10 Jahren schon abgehängt in bayerischen Schulen und jetzt wird dort zwangsweise Islamunterricht eingeführt. Wir haben im Kindergarten und in der Krippe eine Frühsexualisierung. Muss man sich fragen, was müssen denn die kleinen Kinder damit konfrontiert werden? Es sind einzelne private Werke, die sozusagen in den Staat reinregieren und den Bevölkerungen und den Erziehern dieses sozusagen aufdrängen. Und wir finden das nicht in Ordnung. Jetzt kommt Thema 2. Ich möchte noch mal was sagen zu der GEZ. Ihr wisst ja alle, dass einige in unserem Land gegen die Regelung der GEZ geklagt haben. Wir haben gesagt, das ist verfassungswidrig, ich habe mit der GEZ keinen Vertrag. Trotzdem kriege ich jetzt auf jeden Fall einen Beitragsbescheid, obwohl ich gar keinen Fernseher habe, aber ich habe mir eine Wohnung gemietet und muss es plötzlich zahlen. Da steht drin, ich hätte aufgrund des Rundfunkstaatsvertrages die Pflicht, GEZ zu bezahlen. Da muss man sich fragen, wer hat denn mit wem einen Vertrag abgeschlossen? Und wenn man dieser Sache genau nachgeht, merkt man, dass der Vertrag zwischen dem Land, und der Rundfunkanstalt abgeschlossen wird. Ja, muss man mal wissen, was ist im deutschen Recht eigentlich los mit Verträgen? Der eine schließt einen Vertrag mit dem anderen, wieso wird dann der Vertrag gegen den dritten gelten? Ich will es mal so erklären. Ihr seid in der Gartensparte und da habt ihr in dem Vertrag drin, dass ihr euer Gartengrundstück pflegen müsst, also zum Beispiel die Hecke schneiden. Ja, müsst ihr euch vorstellen, ihr mietet den Garten an und habt nach 3 oder 4 Wochen ist die Hecke wieder ein bisschen ausgewachsen und dann müsst ihr nochmal mit der Heckenschere durch. Das ist ein ganz normaler Vorgang. Würde niemand vermuten, dass das komisch ist. Aber ihr würdet euch doch wundern, wenn ihr durch den Garten bloß durchläuft, durch so eine Gartenanlage und guckt, was die alle so gemacht haben, wenn plötzlich einer euch gegenüber drückt, euch eine Heckenschere in der Hand drückt und sagt, ihr müsst jetzt ja die Hecke schneiden, weil ihr durchgeladen seid. Und das ist genau das, was die GEZ macht. Die GEZ sagt, obwohl irgendjemand einen Garten angemietet hat mit dem Gartenverein, seid ihr als Dritter verpflichtet, die Hecke zu schneiden, weil ihr seid ja auch in Sachsen gemeldet. Und das ist eine Sache, die nicht funktioniert. Der Rundfunkstaatsvertrag ist zwischen dem Landrat und der Rundfunkanstalt abgeschlossen. Demzufolge müsste der Landrat an den Rundfunkanstalt Geld bezahlen, aber nicht mehr. Wir sind ja nicht im Landtag Mitglied und wir haben auch dem nicht zugestimmt. Und das Lustige an der Sache, der Rundfunkstaatsvertrag hat keine rechtswirksame Unterschrift. Es ist einfach nur ein Konzept, also wie ein Vertragsangebot, was man annehmen kann und ablehnen kann. Und es steht drin, dass der MDR eine öffentlich-rechtliche Anstalt ist. Naja, müssen wir mal gucken, was eine öffentlich-rechtliche Anstalt eigentlich ist. Also öffentlich-rechtlich ist zum Beispiel, wenn der Staat einem Gewerbebetrieb oder einem Verein besondere Legitimation gibt, um bestimmte Dinge zu richten. Das beste Beispiel ist zum Beispiel die Feuerwehr. Ja, so ein Fall. Ne? Hat also früher damals, wo der Staat noch Staat war, gab es Verträge, dass die Feuerwehr bestimmte Auflagen an Häuserbauer machen konnte, die eingehalten werden mussten. So, da konnte die Feuerwehr ohne Einverständnis des Hausbesitzers dort Kontrollen machen. Ja? Das ist also ein Recht, was bis ins 18. Jahrhundert zurückreicht, wurde dann immer weiter verfeinert. Und die Feuerwehr an sich ist ja weder ein Gewerbebetrieb, dass sie sagt, sie legt das Feuer, damit sie also jedes Jahr mehr löschen muss, sondern die dient der öffentlichen Sicherheit und greift dann ein, wenn irgendwas ist und wird von der Stadt sozusagen unterstützt. Eine ähnliche Sache wäre sowas wie ein Nahverkehr. Ne? Die Stadt hat also dort einen Nahverkehrsbetrieb und der Betrieb betreibt das dort. So. Und wenn wir jetzt schon einen Staat hätten, dann würde der Staat
der Feuerwehr oder dem Nahverkehrsbetrieb in der Ernennungsurkunde zur öffentlich-rechtlichen Anstalt ausstellen. Dann wäre das alles in Ordnung. Jetzt ist die Frage, kann denn der Freistand dem MDR eine Ernennungsurkunde ausstellen? Das ist schwierig. Was ist der Freistaat? Freistaat wurde am 14.10.1990 gegründet. Und uns wurde erzählt, am 3.10. war die Wiedervereinigung. Wie kann der Freistaat Sachsen, der Bundesrepublik beigetreten ist, wenn er erst am 14. gegründet wurde? Am 3. kann er nicht beigetreten. Der Baby, was am 14. geboren ist, kann ja am 3. den Eltern schon übergeben werden. Das geht nicht. Das ist mal die Geburt passiert. So, demzufolge könnte also auch kein Beitritt von Sachsen oder von Thüringen in der Bundesrepublik passiert sein, sondern da ist was anderes passiert. Die DDR ist sozusagen am 17.07.1990 formal gelöscht worden und im Handelsrecht als Wirtschaftsorganisation neu gegründet, hat den gleichen Namen erhalten. Also als DDR-Staatsfragment wurde DDR-Handelsorganisation. Als BRD-Staatsfragment wurde BRD-Handelsorganisation. Dann haben die zwei Handelsorganisationen ihre Vertriebsgegend oder Vertriebsgebiet zusammengelegt. Das ist am 3.10. passiert. Aber der Staat wurde nicht vereinigt, weil der Staat war nie geteilt. Der Staat ist definiert über das Staatsangehörigkeitsgesetz vom 22. Juli 1913. In diesen Grenzen ist der Staat definiert. Und das Staatsfragment, BRD und DDR, ist die BRD 1949 gegründet worden und die DDR hatte auch eine eigene Verfassung und ein Staatsfragment, weil nicht alle Teile eines regulären Staates vorhanden waren, sondern beide Seiten stehen. In der DDR gab es eine DDR-Verfassung und die Bundesrepublik hatte das Grundgesetz. So, das wurde dann sozusagen beendet und dieses Grundgesetz wurde später diesem Handelskonstrukt BRD als allgemeine Geschäftsbedingungen wirksam und nannte sich dann Bundesverfassung. Deswegen haben wir ein Bundesverfassungsgericht, das über die Bundesverfassung, also über das Grundgesetz, entscheidet. Und deswegen ist es gar nicht so einfach, wenn man sagt, man macht jetzt eine Verfassungsklage beim Bundesverfassungsgericht. Warum ist es eigentlich so, man macht eine Grundgesetzklage beim Verfassungsgericht? Und im Grundgesetz steht, dass wir einen freien Zugang zu allen Medien haben. Also, da steht nicht drin, dass wir das nur haben, wenn wir das bezahlen, sondern wir haben einen freien Zugang. Und im Artikel 20 Absatz 3 steht auch, dass wir eine Rechtssicherheit haben. Also es kann zum Beispiel nicht sein, dass sie zwei einen Vertrag schließen und das von Dritten wirksam wird, weil es gar keine Rechtssicherheit gibt. Wir wissen ja gar nicht, was haben die denn miteinander besprochen. Die sitzen zusammen im Rasthaus, besprechen was und am nächsten Tag komme ich von Arbeit heim und habe eine Rechnung im Briefkasten. Weil sich zwei irgendwo im Wirtshaus getroffen haben und haben irgendwas beschlossen. Und diese Sache ist genau dasselbe, was in der GEZ passiert ist. Wenn es einen Kriegsentscheid gegeben hätte, wo die Leute gesagt haben, ja, wir finden das gut, dass wir einen sogenannten Bildungsauftrag bekommen und dass wir immer gebildet werden und dafür wird mir auch was geben, dann ist es okay. Ne? Also alle, der da beitritt, muss man dann bezahlen. Und in Ländern wie Österreich oder Schweiz gibt es solche Karten am Supermarkt, die kann man aufladen und dann kann man mit dieser Karte im Sat.1-Receiver das Schweizerische Fernsehen oder das ORF gucken. Ne? Und da hat man dann eine gute Auswahl von Filmen. In manchen Ländern ist zum Beispiel Sky fest drin in den Ländern, also Italien zum Beispiel. Und das ist ja okay. Ne? Wenn zum Beispiel ARD und ZDF sich mit Sky zusammentun und sagen, okay, du kannst ARD und ZDF und die Sportsender gucken, wenn du die Pakete abonnierst, das wäre okay. Aber es ist ja wie ein Zwangs-PTV, wo man sich drüber streiten kann, ob man zu diesen Preisen etwas anderes nehmen würde. Und dann ist die Frage, ist es verfassungskonform? Meiner Ansicht nach ist es nicht so, weil die Verfassung ist der Verfassung und das Bundesgrundgesetz ist Grundgesetz. Und das Grundgesetz ersetzt auch nicht die Verfassung, sondern das Grundgesetz dient dazu, in einem Besatzungsgebiet die öffentliche Ordnung zu sichern. Ja, wir haben jetzt viele Anfragen bekommen, also in der Redaktion und ich privat, ob man da was dagegen machen könnte, weil viele sind ja mit der GEZ-Neuregelung nicht einverstanden, die haben einen Gewerbebetrieb und nur weil die da Computer stehen haben oder sich dort ein Gewerbebetrieb
Rahmen gemietet haben, müssen sie jetzt GEZ bezahlen. Und sind damit auch nicht einverstanden. Und wir wollen also das dann beim Verfassungsgericht einklagen, dass diese Regelung rückgängig gemacht wird. Und dann hoffen, dass wir da auch Erfolg haben. So, das nächste Thema sind die Bodenrechte. Habt ihr sicherlich gehört, dass man versucht, ungefähr so seit 4 Jahren geht die Diskussion um die sogenannten Migranten. Da fragt man sich, was ist denn ein Migrant? Naja, in erster Näherung denkt man, das sind Leute, die eine fremde Sprache sprechen und die sich an hier in dieses Land integrieren wollen. Also, da würde man aber dann Integrationswillige sprechen, aber was ist denn ein Migrant? Und da kommt man, wenn man der Sache mal nachgeht, dazu, dass es Leute sind, die eine gewisse Zeit leben und wenn sie dann sozusagen 2-3 Jahre hier gelebt haben, werden sie sozusagen zu Einheimischen erklärt, die also dann ein Wahlrecht bekommen und in der Vielzahl der Leute dann sozusagen eine Bevölkerungsschicht bilden, die ihre Zustimmung zu den Wahlen zur derzeitigen Regierungspolitik der Frau Merkel geben soll. Und weil die Leute sich im Prinzip von der Regierungspolitik der Frau Merkel abwenden, kommt es dazu, dass die Wahlergebnisse von CDU und SPD immer einbrechen. Und jetzt hat sich noch eine Alternative für Deutschland gebildet, die sagt, wir müssen ja nicht immer ständig der Europäischen Union immer nur Ja und Amen sagen, sondern wir haben ja auch eigene Vorstellungen, wie das hier dann mal laufen soll. Und was von der Meinung der GroKo abweicht, wird dann sozusagen eben, ja, die AfD wäre rechtsextrem, also der Chef der Muslime hat also die AfD mit einer ziemlich krassen Partei von 1933 bis 1945 verglichen. Also soweit reicht das Meinungsspektrum. Ich denke, man muss es realistisch sehen. Die Leute fühlen sich von der Politik von Frau Merkel und von Sigmar Gabriel nicht mehr vertreten. Und wenn die Frau Merkel sagt, dass es immer mal sein kann, dass das, was vor den Wahlen versprochen wird, nach den Wahlen nicht mehr gilt und dass das immer wieder mal so sein wird, dann fragen sich die Leute, warum gibt es denn überhaupt Parteiprogramme? Wie kann ich denn, wenn ich mit einer Maßnahme, wenn ich einverstanden bin, sagen wir beispielsweise Regensteuer, wie kann ich denn da was machen? Ich kann ja zu meinem Abgeordneten gehen, kann dann sagen, pass mal auf, ich bin noch nicht damit einverstanden, dass du das hier vertrittst. Und dann wird er sagen, ja, ich bin in der Partei drin, was soll ich denn da machen? Ich kann ja nichts ändern. Und das Problem ist, dass eben die öffentliche Meinung im Prinzip durch die Parteien manipuliert wird. Also die Partei hat eine Meinung und die vertritt die. Und es ist dann egal, ob die Hälfte der Bevölkerung irgendwas anderes meint, sondern da tritt eben so eine Frau auf, wie die Frau Kahane, letzte Woche, die sagt, die Mehrheit der Bevölkerung steht hinter TTIP. Da fragt man sich, wie denn? Ja, ich habe eine Meinungsumfrage, da steht drin, dass 19% sind dafür und der Rest ist dagegen. Wieso ist denn das die Mehrheit? Ja, aber die Frau Kahane ist eben Politikkünstlerin und Kunst ist frei. Wenn die eben sagt, es ist die Mehrheit, 19% ist die Mehrheit, da muss man sich fragen, ob sie Probleme mit der Prozentrechnung hat. Aber das wird ja so lange in den Medien gebracht, bis die Leute das glauben. Also wie zum Beispiel der Klimawandel. Ne? Der Leuten wird also 10 Jahre lang erzählt, wir haben einen Klimawandel. Inzwischen hat man aber herausgefunden, dass die ganzen Klimazahlen im Prinzip gefälscht wurden. Weil sich das an den Thermometern und an den privaten Wetterstationen überhaupt nicht zeigt. Weil die privaten Wetterstationen, die haben wir auch schon 100 Jahre und die sagen eher so eher kälter. Beziehungsweise wir haben eine glatte Linie, das sich überhaupt nicht ändert. Und die Eskimos, die können sich vor Schnee nicht rennen. Was ist denn da los? Was sind denn Zahlen passiert worden, um einen Klimawandel herbeizulegen, um Steuern auf irgendwelche Effekte einzutreiben? Ja, und da fragt man sich, was denn der Journalismus bringt, wenn der die Wahrheit einfach nicht ans Volk bringen kann, damit die Leute einfach mal verstehen, was ist denn hier los, warum werden wir denn ständig angelogen? Und ein so ein Thema, wo es ein Presseverbot gibt, sind die sogenannten Bodenrechte. Man muss sich vorstellen, die Bundesrepublik
hat seit 99 Jahren das Wissen, dass nach 99 Jahren, also 2017, die Bodenrechte auslaufen. Am 27.10.1918 ist der letzte Eintrag im Kataster passiert. Das war noch zu Kaisers Zeiten. Da hat irgendjemand reingeschrieben, der Bauer Hunger hat das Bodenrecht auf seinem Land. Und in seinen Nachbargemeinden haben die und die auch noch Bodenrechte. So, und dann trat Max von Wagen als Reichsverweser oder Wagen auf den Weg hin und hat den Kaiser weggeputscht. Er hat gesagt, wenn du dich jetzt hier nicht vom Acker machst, dann werden die Soldatenleute dich umbringen. Und dann haben sie den Leuten eine Abdankungsurkunde verkauft, wo man heute weiß, dass es eine Fälschung ist. Das heißt, der Kaiser hat mir wirklich abgedankt, sondern er ist genötigt worden, ins Ausland zu flüchten. Und die Bodenrechte wurden dann sozusagen nicht verlängert. Und die Wanger Republik hat das einfach laufen lassen. Weil früher war das so, dass die Kirche die Oberhoheit hatte über die Riesengebiete und hat den Fürsten sogenannte Lehen gegeben, also große Gebiete. Und die haben sozusagen von ihren Bauern gesagt, also der Bauer hat das und der Bauer hat das. Und dann haben die dann öffentliche Abgaben abführen müssen. Und dann hat ein Teil der Kirche sozusagen mit der Verwaltung nichts mehr zu tun gehabt. So, das hat ungefähr seit dem Mittelalter, bis heute hat sich das fortgesetzt und dann wurden die ganzen Daten über die Bodenrechte in der Wilhelmstraße 1 in Berlin in einem Kataster niedergeschrieben. Es wurde also immer verfeinert und immer genauer gemacht und immer genauer vermessen. Und dieses Kataster wurde, wo die Rote Armee nach Berlin eingerückt ist, sozusagen beschlagnahmt und nach Krakau gebracht. Und dort ist es unter Verschluss seit 1945. Die Bundesrepublik hat dann ein sogenanntes Grundbuch angemacht und hat dann immer nur die Besitzer fortgeschrieben. Also von 1945 bis 1949 hat es eine ganze Reihe Enteignungen gegeben, wo also die SED und die Bolschewiki dort durch die Dörfer sind und haben also die Großbauern enteignet. Und das wurde sozusagen bis 1989 zum absoluten Tabu, da durfte auch nicht darüber geredet werden. Und vor ungefähr 10 Jahren hat eine junge Frau eine Doktorarbeit an einer Universität geschrieben und hat das mal untersucht, ob das denn eigentlich recht kräftig war, was damals von 1945 bis 1949 der DDR passiert ist und warum sich die Wenderegierung nicht darum gekümmert hat, dass es den rechtmäßigen Eigentümern zurückgegeben worden ist. Wir haben also viele Fälle in Stadt Ranis, dass die Gemeinde Ranis der Meinung ist, dass sie Eigentümer bestimmter Grundstücke wären. Und wenn man dann nachfragt, sind sie denn wirklich Eigentümer, können sie das belegen, dann kommt keine Antwort. Warum? Ja, weil der Eigentümer im Kataster steht und nicht im Grundbuchamt. Der Eigentümer steht im Kataster, das seit 1945 nicht mehr aktualisiert wurde. Und dort steht drin, wer das Land wirklich gehört. Und wenn die Ureigentümer auf dieses Land nicht verzichten, bleibt dieser Eigentumsanspruch immer noch erhalten. Aber nach 99 Jahren erlischt dieses Bodenrecht und geht zurück an den Staat. Jetzt muss man sich überlegen, was ist denn der Staat? Der Staat ist das, was der Kaiser bis zum 27.10.1918 repräsentiert hatte. Und diese Position kann nur ein Verwalter, also ein vom Kaiser eingesetzter Verwalter übernehmen, der dann nach 99 Jahren das wieder verlängern kann, wieder um 99 Jahre. Und dieser Verweser wurde vom Volk gewählt. Das müssen wir einfach nur machen. Also wenn wir das bis nächstes Jahr nicht machen, kann es passieren, dass am 27.10.2017 dieses Bodenrecht an die Europäische Union geht und die sagen, prima, das Land, was gerne haben will, das geben wir den Migranten. Und dann kann es passieren, dass euer Haus noch anders wohnt. Und das ist die eigentliche Gefahr. Und wenn wir das nicht erkennen und also diese Verweser nicht wählen, die also unabhängig von den Wahlen der Bundesrepublik sind, sondern die direkt vom Volk bestimmt werden, dann können diese Bodenrechte nicht verlängert werden. Und Putin hat zugesichert, dass wenn wir diese Verweser wählen, dass er denen dann auch den Zugang zu einem Kataster gewährt, weil das eine staatliche Sache ist, während das Grundbuchamt von einer Verwaltung kommt. So, wie das genau geht, würde ich jetzt hier zur Weit führen. Da gibt es weitere Beiträge. Das würde ich jetzt erstmal nicht weiter ausführen. Ich würde dann erstmal noch das Thema C4C machen. Viele haben sich gewundert, wenn sie in anderen Ländern ein Auto gekauft haben, dass sie alle ihr Auto in Kaufvertrag haben.
Aber in der Bundesrepublik ist das gar nicht üblich. In der Bundesrepublik, wenn du ins Autohaus gehst, kriegst du nur eine Rechnung. Du zahlst einen Kaufpreis, kriegst eine Rechnung und wenn du fragst, was der Koffer braucht. Das brauchen sie nicht. Sie haben eine Zulassung, Teil 1 und Teil 2 und da ist das abgeschlossen. Naja, da steht in der Zulassung drinnen oder in dem Zulassungspapier, der Halter wird nicht als Eigentümer ausgewiesen. Und da steht in dem Feld 10410. Das ist aber nur in Deutschland so. In der Tschechei ist es nicht so und in Polen auch nicht. Da fragt man sich, warum das so ist. Wenn man der Sache genau nachgeht, kommt man auf ein Gesetz, das nennt sich Chefgesetz 52. Das ist nach dem Krieg mal von Deutschland bestimmt worden, weil zum Zeitpunkt von 1918 gab es die Kriegsgegner Kaiserreich, Österreich-Ungarn und die anderen Kriegsführenden Staaten. Und der Kaiser hat dann bloß bis zum 27.10.1918 war der Kriegsbeteiligter und danach war es die Weimarer Republik. Die Weimarer Republik und die Sowjetunion haben dann beide Krieg geführt. Das war der Zweite Weltkrieg. So, und jetzt ist sozusagen 1945 Frieden passiert, aber die eigentlichen Kriegsgegner sind gar nicht mehr da. Und damit das Eigentum, was im Ersten Weltkrieg unter Verwahrung sein muss, nicht durch andere im Zweiten Weltkrieg beiseite geschafft werden kann, hat der amerikanische Sektor ein Gesetz erlassen, was die Verwahrung von all denen bestimmt, die nicht in einem Rechtsstaat vom Ersten Weltkrieg sind. Also Leute, die die Staatsangehörigkeit noch vom Kaiser haben, sind geschützt und die Staatsangehörigkeit vom Adolf übernommen haben, die sind unter Beobachtung, damit sie das Land nicht verkaufen oder beiseite schaffen oder das Auto ins Ausland bringen, als könnte er eben gehören, der den Rechtsstaat vom Ersten Weltkrieg hat. Das ist der Grund dieses Gesetzes. Und die Verwahrung derjenigen, die ihren Rechtsstand im Kaiserreich haben, wie zum Beispiel die Mitteldeutschland. Ja, Mitteldeutschland hat keine Rechtsnachfolge von 1933 bis 1945 angetreten. Der Ulbricht und auch der Honecker haben immer gesagt, mit der Zeit wollen wir nichts zu tun haben. Wir wollen seit 1945 weitermachen und das, was vor 1933 war, ist auch in Ordnung. Und in dieser Zeit, am 5.2.1934, hat es eine Änderung der Staatsangehörigkeit gegeben. Und die Leute, die jetzt in ihrem Ausweis Deutsch drin stehen haben, fallen in diesen Zeitraum vom 5.2.1934 auf die Staatsangehörigkeit vom Nationalsozialismus. Haben die aber gar nicht bestellt. Also ich wüsste nicht, dass ich die beantragt hätte. Ich bin in Mitteldeutschland geboren, ich müsste die Staatsangehörigkeit kriegen, die vor 1933 gefolgt wird. Und da stand in Sachsen drin, in Nordsachsen. Ja, und das ist die Frage. Wenn ich mir jetzt ein Auto kaufen würde, müsste ich eigentlich ohne dieses C4C mein Auto kriegen. Dann würde mir das auch gehören. Dann wäre ich auch der Eigentümer, wenn ich den Kaufpreis bezahle. Das könnte ich zum Beispiel mit einem Trabant machen. Ein Trabant, der vor 1989 gebaut worden ist und verkauft worden ist an Privat, würde, wenn ich ihn ankaufe, mir gehören. Wenn ich ein Auto in VW kaufe, der nach der Wende gebaut und verkauft wurde, würde er mir nicht gehören. Trotzdem würde ich die gleichen Fahrzeugpapiere kriegen. Das ist schon seltsame Geschichte.